träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Träumen, was ist das genau? Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Okay, ich bin bereit. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Okay, ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet. Ich habe ihr einmal das Leben gerettet. Sie war dabei, als ich gestorben bin. Was? Warte, ist Geralt überhaupt irgendwann mal gestorben? Ich habe ihr einmal das Leben gerettet. Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Erinnere ich mich? Nö. Ja, ich habe einmal das Leben gerettet? Ja, als wir uns begegnet sind. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Nein. Ja. Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. So, ich würde gerne alles hier hören. Ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet. Ich habe ihr einmal das Leben gerettet. Habe ich überhaupt irgendwann das Leben gerettet? Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte. Auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ja, ich glaube schon. Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. So, sie war dabei, als ich gestorben bin. Er ist überhaupt irgendwann mal gestorben? Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Natürlich. Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Ja, ich will hier auspacken. Ja, ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde.
Ich brachte sie nach Kaer Morhen hin. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Ciri ist ein Kind vom älteren Blut. Sie wurde die Herrin der Zeiten und Welten genannt. Sie konnte sie nicht mehr richtig kontrollieren. Doch, konnte sie doch. Sie konnte doch so teleportieren. Ciri ist ein Kind vom älteren Blut. Sie wurde die Herrin der Zeiten und Welten genannt. Keine Ahnung. Ey, ich habe alles vergessen. Komm, die zweite Nachricht. Komm schon. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ausparken! Ja, ja, ja! Ja, da ist noch etwas. So, ziehen wir weiter. Ciri ist ein Kind vom älteren Blut. Sie konnte sie nicht mehr richtig kontrollieren, ja? Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Definitiv. Ja, da ist noch etwas. Sie konnte sie nicht mehr kontrollieren, als ob. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer und Triss, Rittersporn, wir wollen mal Rittersporn. Ich würde sagen, Yennefer und Triss. Yennefer war nicht in Novigrad, Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt.
Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Was? Was sind Rosmarin und Thymian? Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt. So habe ich das gehört. Nice! Ab dorthin! So, danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Ja, okay, aber sie ist echt leicht bekleidet. Ich habe gedacht, sie ist so eine kleine Bitch. Ja? 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 Wie viel willst du? So, Träume Novigrad. Kann man hier was aufnehmen? Na, nein. Aufnehmen will ich bitte. Zutaten sammeln. Aufnehmen, Schopfkelle. Ja, mehr gibt's hier auch nicht zum Einsammeln. Doch, da drüben. Ja, hier ein bisschen aufsammeln. Okay, dann bin ich auch mal weg. So, geh zum Rosmarin und Thymian. Ja, ein bisschen zum Aufsammeln. Ja, leere Flasche. Noch mehr aufsammeln. Eine Wasserflasche. Boah, wir haben 17 Wasserflaschen, aber das ist eigentlich gar nichts. Oh, hallo. Hallo, Bea. Hallo, Grießkram. Was passiert? Was? Hab ich etwa gemacht, dass du es... Alles klar. Alles klar, sie spielt Fußball. Ja, damit. Du bist schon eine Augenweide. Hallo, Grießkram. Ja, okay. Ja, sie spielt Fußball mit diesem Kehrfeger, keine Ahnung, wie das Ding heißt. So, wir gehen auf jeden Fall hier raus und suchen das Bordell auf. Yeah. Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Alles klar, gut, ich helfe. Ich habe leider kein Geld. Eine erforderliche Täuschen Stufe 1. Zeit, dass ihr nach Hause geht. Verdammt, ich hab's nicht ausgerüstet. So, lass mich durch, okay? Glaubt mir, ich tue euch einen großen Gefallen, wenn ich euch kein Geld gebe. Jetzt lasst mich durch. Hey, Meister, pass auf, was du sagst. Wir sind aus der gleichen Branche. Aber deswegen musst du uns nicht wie Hunde behandeln. Sei still. Du stürzt uns noch ins Unglück. Er ist ein Hexer. Siehst du nicht? Verpisst euch! Mein Gott, ich will Geld. Ich will Täuschungsstufe reinpacken. Ihr seid müde, geht heim. Mein Gott, verpisst euch. Geht aus dem Weg. Machen wir nicht. Ich schon. Ich lass mir von niemandem was befehlen. Macht mir überhaupt nichts aus, einem Hexer Manieren beizubringen. Alter, du dummer Wichssäufer, nimm das, du Wichser. Ich bringe dich um, la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 . Alter, stirb. Alter, der kann sich noch wehren, was ist das denn, der dumme Säufer? Los, jetzt bist du tot. Oh, jetzt habe ich ihn umgebracht. Genug, wir haben dich verstanden, Meister. Geht heim, ihr habt genug. Ja, da stimme ich zu. So, Erfahrungspunkte 25. Why not? Okay, Fischtechsüchtiger? Fischtech. Oh, hallo Hure. Hä, kannst du mir dann die Dienste nicht irgendwie anbieten oder so? Ja, mache ich. So, auf jeden Fall. Wir sind jetzt im Rotlichtviertel. Da sind die ganzen anderen Bitches. Kann ich mir eigentlich mit dem reden, mit den Bitches? Okay, die Antwort immer das gleiche. Mit denen kann man leider nicht reden. Mit dir vielleicht? Miau. Das ist natürlich nice.
Ich will dir anheuern, geht das nicht irgendwie? Mit Hallo Betrunkener. Na, nee, da muss ich zensieren, das wird doof sein. Was ist los? Hä? Ah, das ist ein Bandit. Oh. Schlechte Idee. War schlechte Idee. Oh, verdammte Kacke! Ich würde auch sagen, Wachen. Wo sind die Wachen, ey? Wo sind die verfickten Wachen, ey? Wachen! Alter, das war so ein Double-Hit. So, jetzt einmal Feuer. Zack, zack. Ich denke, die Huren werden gerade vergewaltigt da. Oder es hört sich nur so an halt. Zack, zack, zack. Oh, einen habe ich schon in zwei Stücke zerschnitten. Das ist natürlich nicht so nice. So, eingepackt. Was hat denn der so anzubieten? Streitkolben, Kronen. Wo waren eigentlich die Wachen hier, hä? Oh, der hat was Geiles liegen lassen. So, da kann man was lesen. Lese ich gleich. So, hallo, ich habe gehört, man kann es bei dir treiben. Ja, komm, will ich jetzt hier. Okay, die will das halt nicht. Okay, so, wir lesen auf jeden Fall, was denn dort hier so steht. Tschüss, Melgold, Hex und Hure. Was? Eine Hure wird gesucht wegen der Ausübung von schwarzer Magie und der Verschwörung gegen die Krone. Hinweise, die zu ihrer Ergreifung führen, werden belohnt. Okay, nimm das hier. Die Götter haben das Wehklagen des Landes erhört. Das lange Warten hat endlich ein Ende. König Radovid wird in den Norden, wird den Norden retten. Okay, verstehe. So, hier zum Rosenmann und Thymin. Wir müssen auf jeden Fall hier so rein. Hier beginnt definitiv das Rotlicht. So, wo sind wir? Nur wir gerade Glorienstraße. Aha, okay, interessant. Wo sind die ganzen Bitches? Hallo, Bitches. Lakai des Bettlerkönigs. Aha, nee, kein Bock. So, auf jeden Fall. Oh, ah, guck mal hier. Table Dance. Kostenlos. Na klar, ist klar. Aha. Alter, will ich die vordere. Warte, Puppen mit dir. Oh, meine Teams sind geil. Ja, sieht man. Okay, ihr seht übrigens gleich aus. Und mit denen? Guten Tag. Guten Tag. Oh, cool, da sind Barde, die singen. Weg mit euch. So, wir laufen auf jeden Fall weiter. Das sind wichtige Personen, die gefallen mir halt nicht. Die sehen nach Spion aus oder so. War noch mehr Bitches. Ja, war hier Bitches. Oh, da ist noch eine Bitch, aber die ganz alleine ist. Geh doch zu deinen Freundinnen. Ach, Gevatter, dafür müsstest du eigentlich zahlen. Nimm das. Ich krieg dich ins Feuer, ey. Dann bezahlst du. So, lalala, geh zum Rosenmarin. Thymin, wir sind fast da. Na, 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 na. Hier ist ein extra dickes Viertel nur für Bitches. Nice Sache eigentlich. Ein Hexenjäger. Lass mich in Ruhe. Interessant, interessant, okay. Hier rein, okay. Alter, nein, das ist nicht real. Das ist nicht real. Die Tür ist abgeschlossen. Nice Sachen im Bogen in der Luft. Was ist denn da für ein Ding? Hm, da steht was. Hallo Bettler. Hast du mal eine Krone? Nein, leider nicht. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Wir wollten nur. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie rauswerfen. Hilfst du mir? Kein Problem. So, los geht's. Können wir Schwert auspacken? Ah, doch, können wir. Hä? Nee, ich kann mein Schwert nicht auspacken. Wie doof ist das denn? Okay, der kämpft auch nicht mit seiner Axt. Alter, ich finde das richtig doof, wenn man so betäubt wird. Das ist richtig blöd. So, stirb. Alter, das sind viel zu viele. Alter, stirb, stirb. Zack, der Landstreicher ist weg. Ja, ja, wie in den guten alten Zeiten. Der eine rennt schon weg. Landstreicher, wieso kann... Doch, man kann wegspringen. Okay, hört die rennen weg. Ja, dann verpisst euch, Typen. Ah, wenn man sie fetch gehauen hat, dann stehen die auf und rennen einfach weg. So, haut ab.
Da steht er auf und verpisst sich. Verpiss dich! Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? So, damit will ich dich nicht belästigen. Ich suche nach Ciri. Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Rittersporn ist ja so ein Zuhälter. Könnte sie da in das Business eingeweiht haben? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall! Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Ennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er im...